Es gab keine autonome Definition davon, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Deshalb entstand eine Politik der Trennung, nicht des Separatismus. Dass Frauen sich untereinander getroffen haben, war ein bedeutsamer politischer Gestus. Die Frauenbewegung war kraftvoller als die 68er-Bewegung. Sie war ein Auszug aus der männlichen Politik. Das Bild, das der Mann von der Frau geschaffen hat, ist seine Erfindung. Die Erfahrungen von Frauen wurden miteinander geteilt. Dinge, die vorher niemals ausgesprochen worden waren. Es kamen Sachen ans Licht, die vorher niemand gesehen hatte. Wir fühlten uns frei, wir selbst zu sein, ohne in einen vorgegebenen Rahmen hineinpassen zu müssen. Auch frei mit dem eigenen Körper, der keinen Stereotypen mehr unterworfen war. Das war ein radikaler neuer Ausgangspunkt, das Selbst mit dem eigenen Körper zusammenzubringen. Es war die Suche nach einem freien Sinn des Frauseins. Unsere Methode war es, dass wir die eigene Erfahrung und das von sich selbst ausgehen ins Zentrum gestellt haben und die weibliche Subjektivität. Die anderen sekundieren dir bei der Suche nach Worten. Sie helfen dir dabei, das auszudrücken, was du sagen willst. Das bedeutet symbolische Existenz. Man bekommt dadurch einen Sinn von sich selbst. Das ist nicht unbedingt Selbstbewusstsein. Es bedeutet zu fühlen, dass man wirklich existiert. Wenn du die Anerkennung und Bestätigung anderer Frauen findest, dann lässt du dich nicht mehr beeindrucken von den anderen, die dir sagen, wer du bist. Die Veränderung von Gesetzen ist eine Folge der weiblichen Freiheit. Die Gleichheit der Frauen steht nicht im Widerspruch zur Differenz. Die weibliche Differenz gibt sich nur mit der Gleichheit nicht zufrieden. Das Begehren ist viel stärker als deine Interessen. Der Wille zu siegen. Eine Praxis, die nicht die Praxis der politischen Forderungen ist, sondern die Praxis der Beziehungen. Das hat eine andere Welt eröffnet. Die Abkehr von der Gleichheit der Frauen untereinander, die uns immer auf die gemeinsame Vergangenheit des Unterdrücktseins festgelegt hat. Stattdessen Vertrauen auf die Kraft der Politik der Frauen, die zueinander in Beziehung stehen. Politik bedeutet, die Realität zu verändern in eine Richtung, in die man es möchte. Aber nicht direkt die Realität zu verändern, sondern dein Verhältnis zur Realität verändern. Das verändert dein Leben unmittelbar. Frauen und Männer verbindet nichts außer den Worten der Kommunikation, dass man sich die Wahrheit sagt. Wir haben angefangen, weibliches Denken zu praktizieren, ohne zu wissen, was das wäre, weibliches Denken. Zu lernen, dass deine Worte einen Wert haben, auch wenn sie ungeordnet sind. Philosophie treiben, ein Modus zu finden, in der Welt zu sein. Es ist ein Feminismus der Freiheit. Das alles Zitate aus dem Film La Politica del Desiderio, die Politik des Begehrens, ein Dokumentarfilm über die italienische Frauenbewegung.